Jo, ich hab das Schwert geklaut. Ah, mein Schwert. Das wird so gut bewacht, Junge. Das glaubst du gar nicht. Da ist doch nichts. Ach doch. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Ein einfaches Danke hätte gereicht. Ja, danke. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Tja. Also, ich find's nicht gut, dass du jemanden umbringst, ja? Aber ich meine, er hat uns halt auch geholfen, so, und er wird uns weiter helfen. Wisst ihr was? Wir verpfeifen ihn erstmal nicht, auch wenn ich das nicht gut finde, was du getan hast, Duras. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Das ist doch besser für dich. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal! Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse! Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Ja, dann haben wir den Mörder wohl gefunden, was? Das heißt jetzt zurück nach Goliath. Komm, Duras. Gehen wir mal zu Ragnar.
Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was probieren. Okay. Muss dann nur schauen, wie sich meine Ausdauer verändert. Was ist deine Job? Nur YouTube und Twitch? YouTube, Twitch, Instagram und ich bin auch noch Mentaltrainer und Coach. So, Chef, also erstmal benutze ich eines eurer Betten. So. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Ich könnte einfach einen Unschuldigen... Ich könnte einfach einen Unschuldigen belügen. Ja, ich meine, der Duras ist halt ein harter Kerl und eine gute Hilfe. Wie alt ist dein Kind? Ich habe keine Kinder. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Ach, verdammt. Ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Asgores Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. So, Duras. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Junge, was sollte ich für eine Meinung zur Türkei haben? Es ist ein Land. Warum sollte ich da eine Meinung dazu haben? Es ist ein Land, das ich gerne mal besuchen würde. Weil es dort interessante Tiere gibt. So, und jetzt will ich hier dem Thorald sein Schwert klauen. Na, jetzt auch noch. Einfach hier reinschleichen. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Schnauze, ich habe nichts zu verbergen.
Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Hier hast du nichts verloren. Bist du wohl Ja, lauf nur, lauf! Hast du nichts verloren? Ja, ja, ich wollte. Ja, lauf nur, lauf! Hier hast du nichts verloren. Ja, lauf nur, lauf! Ach Mist! Kamelspinne ist cool. Will ich eine? Auf jeden Fall möchte ich eine. Yo, ich habe das Schwert geklaut. Na? Thorald ist aber auch ein ordentlicher Lackaffe, so. Ah, mein Schwert, das wird so gut bewacht, Junge, das glaubst du gar nicht. Jetzt ist es einfach weg. Ein besonderes Stück. Hier. Ach, das war es, glaube ich, gar nicht, oder was? Oh, ja. So. Hallo. Kann ich das jetzt dem Thorald zurückgeben? Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Hä? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Was? Okay. So, sehr cool, dass du aus der Türkei kommst und dass es in deinem Dorf Spinnen gibt. Gefällt mir gut. Ist Araneus dein Zweitname oder hat das was mit Spinnen zu tun? Beides. Mein Zweitname und es hat was mit Spinnen zu tun, nämlich ist Araneus die Gattung der Kreuzspinnen. So, Kumpel, ich habe was für dich. Wegen der Raritäten. Ja? Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen, aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also sein Schwert, nicht sein, du weißt schon, was ich meine. Und die Bezahlung? Hier, das reicht, schätze ich. Jo, jetzt haben wir echt, ja. Ich will handeln. Zeig mal. Sicher doch. Zeig mal, was du hast hier. Keine Waffen?
Lederkapuze. Jägerrüstung. Mechanikerhose. Nee, ich kaufe mir jetzt erstmal nichts. Na schön. Ey, Duras. Duras gefällt das nicht. Du hast jemanden umgebracht. Ich habe ein Schwert geklaut, okay? Also du magst mal ganz, ganz kleine Brötchen backen hier, ja? Oh. Siehst du nicht, dass ich so beschäftigt bin? Ich muss dann los. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Wer denn? Horn? Erklär mir ein paar Dinge. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? So, ja, okay. Tja, Duras. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Ein Flore Wernick. Du warst nicht am Anfang des Streams hier. Habe ich richtig laut geflucht. So. Jetzt wollen wir noch ein bisschen leveln. Na, weil wir haben ja wieder Skill Points. Das heißt, Stärke auf jeden Fall reinballern. Und Konstitution. So. Ich mache einfach nur die beiden Sachen, ja. So. Okay. Speichern. Und jetzt testen wir einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen unsere neue Kampfkraft, ja. Hast du auch mal ein anderes Spiel gespielt? Ja, ja. Ich habe Alien Isolation gespielt. Ihr könnt auf meinem Gaming-Kanal auf YouTube das anschauen. Wolfgang DiBiase Gaming. Könnt ihr nachschauen. Warte mal, vielleicht können wir jetzt diesen Outlaw-Typ hier erledigen. Das machen wir jetzt auch noch. Warst du mal in Deutschland? Natürlich war ich in Deutschland. Sogar relativ oft bin ich in Deutschland. Naja, eigentlich so oft auch nicht, aber ab und zu. Schaut mal, unsere Moderatorin hat den Link zu meinem Gaming-Kanal reingepostet, ja. Da könnt ihr... Du blödes Mistvieh, ich bin jetzt nicht mehr so schwach, ja? Oh ja, ich merke schon, also langsam werde ich stärker. Gefällt mir. Was haben wir jetzt noch für Missionen? Wie viel verdienst du mit YouTube? Das werde ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Die zweite Wache, das war ja noch wichtig hier. Gehen wir noch hier rauf. Erledigen wir das auch gleich.
Hä? Hä? Da muss der Typ doch irgendwo sein. Ist er hier runtergefallen oder was? Hier. Ha! Was? Tot? Okay. Hey du. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. So, jetzt ist das abgeschlossen hier, oder? Jetzt muss ich hier noch zu diesem Ohr ran, oder wie der geheißen hat. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist die Quest irgendwie verbuggt oder so. Ich beobachte dich. Erklär mir ein paar Dinge. Eure... Sie mögen altbacken. Bla bla bla, das interessiert mich aber nicht, weißt du? Dennoch bleibt sie nutzlos im Rest der Welt. Das ist nicht wahr. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere... Ja, okay, egal. So, Freunde, ich würde sagen, wir speichern hier an dieser Stelle. Schauen wir mal, ob wir ein Level hoch sind. Nee. So. Wir speichern hier an dieser Stelle. Steck die Waffe weg. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu schwitzen. Bedulde ich hier nicht. Du lässt alles auf einen Platz. Oh shit. Oh. Okay. Egal. Wer hat dich da? Zack.